Das ist Lion Inside TV, Ausgabe 11. Februar 2009 und ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Vorweg ein Dankeschön für all die Feedbacks zur ersten Episode und wie ihr seht, habe ich mir das Herz genommen. Ich trage kein Testbild mehr, sondern einen blauen Pullover. Ist vielleicht auch besser mit meinem roten Kopf zur Zeit gerade, da wo ich übrigens nichts dafür kann, das ist weg der Sonne, aber ich gräme mich zweimal pro Stunde ein. Ja, legen wir gerade los mit News aus dem Internet von Google. Es ist ein neuer, Google hat einen neuen Service gelauncht, und zwar heisst das Ding Google Latitude. Und man kann damit via Handy die eigene Position mit Freunden sharen. Ja, da sehen wir ein paar Screenshots. Bei mir hat das Ding leider nicht richtig funktioniert, beziehungsweise bei meinen Freunden, wie auch immer. Die Idee ist sicher gut und spätestens, wenn man das Handy verliert, wünscht man sich, man hätte den Dienst aktiviert. Hervorragend funktioniert hingegen hat Google Sync Beta, wo jetzt neu für das iPhone draussen ist. Und zwar kann man damit das Adressbuch, den Kalender und natürlich die E-Mails komplett mit dem iPhone synchronisieren. Für das ist nicht irgendwelche dritte Software nötig, sondern das läuft alles über die iPhone-Tools, die schon drauf sind. Ja, ganz grossartig, vor allem wenn man Ubuntu-User ist. Ganz nett, aus einem völlig anderen Bereich, ist ein neuer Service von msnbcmedia.com und zwar ein 3D Visual Newsreader namens Spectra. Ich launche das Ding gerade mal, jetzt geht das halt 10 Sekunden. Ja, man sieht da, wie sich die Newskärtchen im dreidimensionalen Raum anordnen, ganz nett. Man kann das Zeug natürlich filtern, man kann Channels setzen und so weiter und mit dem Scrollbalken holt man sich die News dann jeweils da runter. Ja, ganz nett gemacht. Auch 3D, aber nicht ganz so extrem, ist das neue Album von Signal Noise. Das sieht man da. Ich starte das gerade mal auf. Fotos ordnen sich da im dreidimensionalen Raum an. Man kann da mit der Maus so ein bisschen umeinander fahren. Man kann das Zeug herzoomen, die Kärtchen drehen, mit Link zu Flickr und so weiter. Ja, bedeutend einfachere Page, aber auch ganz nett ist printablechecklist.org. Das sehen wir da und zwar ist das ganz einfach, man kann sich da eine Checklist setzen, machen und die dann via Browser-Menü ausdrucken. Also ganz nützlich, wenn man auch, so wie ich, das Word nicht so cool findet. Ebenfalls einfach und nützlich, vor allem für alle Facebook, Twitter und was auch immer, Junkies, ist keepmeout.com. Man setzt da eine URL, wie zum Beispiel eben facebook.com, setzt die Zeit, wie lange das man will drauf sein. Und anschließend kriegt man da eine neue URL und wenn man die eingibt, dann kann man genau darauf so lange surfen, wie man eben Zeit eingegeben hat. Also eine ideale Selbstschutzmaßnahme. Gut, ja, dann ab zu den Gadgets. Da ist schon wie in der letzten Episode ein Angriff auf das iPhone zu verzeichnen. Und zwar kommt der von Toshiba, wie man da sieht. Überraschungsangriff mit einem GHz-Smartphone. So sieht das Ding aus, ganz nett. Sicher besser wie der Palm, aber ob es auch besser ist wie das iPhone, wird sich herausstellen. Ein grossartiges Tool hat auch Amazon gelauncht. Und zwar Generation 2 von ihrem Kindle. Das ist so ein Zeitungslesergerät. Digitals. Man sieht es da um einiges handlicher, dünner und schöner. Ja, es bleibt natürlich zu hoffen, dass das Ding irgendwann in die Schweiz kommt. Wir sind uns ja gewöhnt mit Zweitgenerationen Geräten. Ja, mal schauen. Dann, was gibt es noch aus dem Softwarebereich? Ist für den Ubuntu i, das ist das herrliche Gerät hier, das neue Ubuntu rausgekommen. Und zwar heisst das seit neuestem Easy Peasy. Man sieht hier einen Screenshot. Es ist eine Oberfläche, ein Interface, das optimiert ist für den kleinen Bildschirm. Und ist wirklich etwas ganz Neues und wie man da sieht, sehr schön gemacht. Es ist natürlich auch für alle anderen Ubuntu-Distributionen möglich zu installieren. Ja, dann wären wir schon am Schluss vom Line Inside TV. Der Quotenbeitrag kommt natürlich noch, vorher aber noch schnell eine Information in eigener Sache. Und zwar habe ich mir gestern diese Kamera gekauft.
Das heisst, der nächste Podcast wird dann zumindest technisch noch in besserer Qualität verfügbar sein. Übrigens, das Ding ist habe ich in London bestellt, weil der Pfundwechselkurs zurzeit ja ziemlich attraktiv ist. Gut, ja, das wäre es gewesen. Jetzt aber zum versprochenen Fotobeitrag, den ich noch aufstarten muss. Und zwar ist der von Calvin Klein TV. Das sind Frühlingswerbespots von Calvin Klein. Und es geht massiv ab. Los. For you.